7 Wochen ohne Lügen. Man nennt es Sprachregelung. Dahinter steht die Einsicht, dass man einen Sachverhalt in unterschiedliche sprachliche Gewänder kleiden kann, um Denken und Fühlen zu beeinflussen. Ein Beispiel ist jenes Glas, von dem man ebenso sagen kann, es ist halb voll wie es ist halb leer. Politisch-mediale Informatoren, die eine Variante benutzen, bleiben gerne bei ihrer Sprachregelung, auch wenn das Glas längst leer oder zerschellt ist. Man will ja seine Informationskunden nicht verunsichern. So praktizieren Parteien, Regierungen, Oppositionen, Gewerkschaften, Konzerne, Kirchen, Medien, Werbung und viele mehr Sprachregelungen, um Geist und Gemüt von Konsumenten und Konsumentinnen, Lesern und Leserinnen, Hörern und Hörerinnen, Gehorchern und Gehorcherinnen, Tätern und Täterinnen, Unterlassern und Unterlasserinnen, Wählern und Wählerinnen nur zu deren Besten zu gestalten. Betreutes Denken. Der Begriff Sprachregelung, der schon genug Kommunikationsmacht verschleiert, wird derzeit abgelöst durch das englische Wort Framing, das heißt Rahmen, Einrahmen, Formen. Framing ist umfassender und geschmeidiger als das Wort Sprachregelung und weniger verständlich. Genau deshalb breitet es sich jetzt aus. Mächtige Kommunikatoren setzen Wort- und Deutungsrahmen, um Themen zu dominieren und jene auszugrenzen, die sich ihrem Rahmen nicht beugen. Rahmen lässt uns eher an ein Innen als ein Außen denken. Tatsächlich schließt aber ein Rahmen, zum Beispiel ein Bilderrahmen, viel mehr aus als ein. Wer Framing analysieren will, muss deshalb auch besonders darauf achten, was nicht mitgeteilt wird. Einst fragte der Kabarettist Werner Fink: Habe ich mich unklar genug ausgedrückt? Wohlgemerkt, er stellte diese Frage in der Nazizeit. Monatelang war in Mannheim von 12 Jugendlichen aus Nordafrika die Rede, oft verbunden mit dem Fachbegriff unbegleitete minderjährige Ausländer, kurz UMA. Die mischten mit ihren kriminellen Attacken die Stadt so auf, dass OB Dr. Kurz Ende 2017 Hilfe suchte beim Innenminister in Stuttgart. Beobachter, die am Aktionsmuster der Bande erkennen, dass es sich nicht um Flüchtlinge, sondern um Aggressoren handelt, werden mit Hetze überzogen. Überraschung! Inzwischen verwandelten sich die 12 Jugendlichen in circa 3 Dutzend Erwachsene. Ein 16-jähriger Algerier entpuppt sich als 28-jähriger Marokkaner. Da trifft sich gut, dass die evangelische Kirche ihre gerade beginnende Fastenaktion 2019 unter das Motto stellt, Zitat, 7 Wochen ohne Lügen, Zitat Ende. Dazu gehört Psalm 120,2, Zitat, Herr, errette meine Seele von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen, Zitat Ende. Möge die Übung gelingen.